Ja, jetzt können wir eigentlich hier ans Emmer kommen. Ja, ja, wir müssen. Wir sind da, wir sind direkt da. Die Chance kriegen wir nicht wieder. Ja. Wir müssen aufpassen von links. Mhm. Ja, hier geht Pust aus, alles. Mhm. Kfz-Kit, das ist falscher. Komm, wo ist das Saliva? Boah, hier liegt wieder kein Saliva. Mann, Alter, so ein Scheiß. Bei mir lagen sie im Zelt, alle Peter. Ach so? Ja, Grizzlies, zwei Stück. Ich glaube, Thalmoskop hätte ich schon, falls du da eins brauchst. Ne? Okay, ich tausche das gegen Grizzly. Dein Grizzly. Okay, Grizzly. Nicht? Nee. Ach so? Behalte das. Ja, hau das in Gamma. Morphin, das brauche ich. Oh, noch ein Kfz-Kit. Wir müssen vorne an die scheiß Zelte. Halt schwierig. Links kommt was. Hat einen Hit. Ist tot. Von der anderen Seite. Da ist noch einer. Okay, danke. Da ist noch einer. Ein Hatchling. Ich komme rum. Der Kev ist auch noch hier. Ja. Ich sehe ihn aber nicht, ich höre ihn bloß. Der ist ja draußen am Stacheldraht, das Kev. Eben hab ich ihn getroffen. Oh, keine Granate. Wo ist denn der Hatchling? Da ist ja links, hinter der Mauer. Er lebt immer noch, der Kev. Was? Ja. Jetzt ist er hin. Da rennt einer weg. Eben hab ich schon getroffen. Das. Mann, aus der Weg. Der Hatchling ist auch weggerannt. Ja, ja, der ist weggerannt. In welche Richtung? Warte, Richtung. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt in einem Container. Da, wo du hinguckst. Genau da, wo du hinguckst, die Richtung. Ah, Richtung Old Station. UN-Roadblock ist das, glaube ich, ja? Ah ja, genau. Komm mal auf. UN-Roadblock. Ist da hingerannt. Okay, okay, okay. Hier ist noch ein Skaff. Ein Warn-Skaff, okay. Haben wir auch. Sehr gut. Der stand einfach hier. Dirk, grüß dich. Wie geht's? Ich hoffe, ein bisschen besser schon. Oh, jetzt. Ich hab einen blauen Helm auf jetzt. Okay. Du kommst zurück? Ich bin bei den Zelten vorne. Hier liegt Saliva. Bist du gerade gerannt? Ja. Hier liegt Saliva drin. Springst du mit? Komm her. Ich komme, mich nicht erschießen. Hä? Nee, nee. Ich bin in meinem Krankenwagen jetzt irgendwie. Mhm. Ich sehe dich im Zelt. Hast du blauen Helm auf? Ja, ja. Ich zieh ab. Ja. Geil. Da liegt das gute Stück. Danke, da liegt hier das nicht. Noch eins irgendwo. Stimmt, im Nebenzelt auch noch. Du bist mein Saliva-Finder. Ja, so. Machst du aber nicht raus. Rockenbrutons, die brauchen wir nicht.
Geht so. Ich überlebe. Was, das Kochen hat geholfen. Ich gehe jetzt auf ein Bier zum Dart. Oder drei. Mhm. Anna, kuriere dich. Biovitamine sind da drin, die brauchst du auch. Wo denn? Bier. Ah, okay. Ich lass mal hier drin in der Tasche. Ja, da liegt ein Kanister. Kann ich das nicht mitnehmen? Die ganze kriegen. Ich hab keinen Platz für sowas. Oh. Vitamine sind wichtig fürs Hideout. Okay. Dann würde ich sagen, laufen wir direkt dann zum Dorf und machen raus. Ja, aber ja. Der Typ ist in die Richtung gelaufen. Wir müssen aufpassen. Er stirbt doch. Ich habe ihn ja immer getroffen. Es hat auf alle Fälle gespritzt. Lass mal nach. Ich brauche das Bier. Mann, Dirk, Mann. Muss man sich auch Sorgen machen. Aber was trinken? Und schön einen Smögern. Oh Mann, ey. Wenn du nicht gesund bist, dann muss der Papa jetzt auch mal schimpfen. Dann ist das alles nicht gut. Dann machen wir uns vom Acker irgendwie, ja? Ja. Da liegt das Geff, okay. Ich habe ein bisschen Angst wegen den Typen, der da noch ja, irgendwo... Ja, ja, ja. Ich meine, gut, aber wenn er uns richtig trifft, sind wir auch Geschichte. Ich weiß gar nicht, was... Naja. Der ist genau dahin gerannt, Richtung den Felsen dort. Wo uns, ja. Da links neben Felsen ist dahin gerannt. Dann würde ich sagen... So auf dem Felsen irgendwo hängt da oben, weißt du? Gehen wir rechts ein bisschen in die Wälder, ha? Hm, müssen wir. Ja, so ein Kanister ist was Schönes, aber... Mhm. Na naja, gut, okay, Turk, ich sag mal so, wenn dein Körper sagt... Ich brauche das, dann kann das nicht verkehrt sein. Und wenn dein Körper sagt, okay, ich brauche jetzt ein Bier, dann ist das wahrscheinlich auch okay. Weißt du, manchmal hat man ja so Heißhunger auf irgendwas, was man sonst nie isst. Und dein Körper sagt dir irgendwie, ich möchte das jetzt essen. Dann braucht er das. Es ist ganz wichtig, auf seinen Körper zu hören. Alter, ich komme ja kaum aus der Hefe hier. Der Scheißkanister? Ja. Aber du musst ihn ja mitschleppen. Da würde ich umbringen. Hm. Brauchst du jetzt eh noch nicht, oder? Du hast doch genug eigentlich Kanister. Eigentlich nicht. Am Anfang. Ja. Was versteckt denn, dass ihn niemand findet? Versteckt den, dass ihn niemand findet? Wenn du nicht kriegst, werden Kinder haben. Hm, kann man den beim Händler verkaufen? Gibt es da Kohle dafür? Ja, ja, na klar. Aber nicht viel, oder? Hm, weiß ich nicht. Oh, das ist schlimmer. Das Kev. Hm. Naja, wir fangen gar nicht die Ballerei an. Wir gehen einfach hier um den Felsen und da hat sich's. Ich hoffe, das klappt. Das klappt. Wenn du nicht hinguckst, sehen sie dich auch nicht. Das stimmt. Ich sehe es ja auch nicht. Ja. Oh, ich habe hingeguckt. Gucke nicht hin. Wir müssen aber auch darauf achten, nicht, dass der Spieler kommt irgendwie. Ja, dann müssen wir nach vorne gucken. Oh, jetzt bin ich aber ein ganz schönes Stück gelaufen mit dem Rucksack. Hm. Also, wie viel Geld hast du denn einstecken? 6.200. Es reicht nicht ganz. Nee. Ah, fuck. 1000. Ja, ich gehe dann vorne nach dem Sägewerk links. Das Stück schaffst du, denke ich. Ja. Krieg mal hin. So, ich gehe dann hier ein bisschen nach links, ne? Okay. Du kriegst das hin. Ja, werden sehen. Man hört oh, da vorne läuft einer. Oh. Da vorne auf der Straße, vorne läuft Richtung Dorf. Das war ein Spieler. Für Skeps ist das zu weit. Ja, nicht, dass da jetzt mit dem Auto rausgeht. Der stirbt! Da hat mir wieder einer volle Bude in die Aktentasche geschissen. Ja. Ich bin raus!
Ja, siehst du. Wow. Perfekt. Was ist denn hinten dick fett? Auf Gott. Okay. Das ist, auch nicht. Ja, wir müssen hier rüber halt. Das ist, glaube ich. Ich würde die Maid-Tasche trotzdem angucken. Also, ich würde jetzt nicht zu sehr oder zu schnell zu dem LKW rushen. Okay. Ja, wir haben ja Zeit. Ja, ein bisschen. Hier hinten sollte nicht viel los sein. Ich würde kurz zur Maid-Tasche gucken. Ja. Brauchst du Allee was? Maximal ein paar Skeps bei den Garagen. Oh, was sind da Salevas drin in der Med-Tasche? Die ist doch im Auto, oder? Selten. Ach, selten. Ich hab da noch keine gesehen. Ja. Oh. Alter, was ist denn das? Ist das? Ja. Innen drin bei den Garagen oder bei der Roten Halle war, glaube ich, noch jemand. Werkstatt, ja. Ach, seid ihr jetzt doch beim roten Container drüber? Ja, wir sind schon am... Am Rotblock. Ach so, ich dachte jetzt, wir gehen in der Mitte. Okay. Was ist in Mitte? Ach, der andere zwischen Brücke und dem hier. Ja, das ist bei mir die Landung. Ah, okay. Ja. Ja, da okay, bin ich so gut wie nie drüber, aber schon, ich kenne den, klar, aber da. Ja, ich komme da in der Mitte rüber. Nicht bei dem roten Container. Geht ihr zu den Garagen, oder? Ja, aber komm. Ich komm dann rüber. Ja. Er schießt mich nicht. Hammer. Ich bin jetzt auch oben auf der Straße und komm gleich ins L zu den Garagen. Okay. Ich will nochmal kurz in meinen. Ja, aber jetzt müsste ich links von euch sein. Naja, da seh ich. Den anderen Key brauche ich auch noch. Aber wenn ich es im Secure-Container habe, sagen sich die Cheater, da kommen wir eh nicht ran, lass mal leben. Genau. Und habe ich es im Rucksack, sagen die sich, ey, der hat einen Salewa, den knall ich ab. Also bis jetzt sehe ich niemanden. Seht ihr schon aufs Dach wegen dem Sniper? Ist keiner, habe ich nie gesehen. Aus keiner, ne. Rasse mal. Okay. Schaut immer noch gut aus. Tür ist na dann, so. Leute, ich sperre mal auf, ne? Ja. Aber jetzt sperren wir uns nicht zu dritt direkt hin, ne? Hier im Container liegt schon ein Toter. Skeff. Jetzt links an der Wand. So, die eine Uhr ist für mich. Jetzt müsst ihr schon aber auch noch eine haben. Ich hab schon. Ja, klar. Achso, du hast die schon. Ich hab auch. Wir können. Container. Okay. Ja. Fertig. Na gut, dann machen wir das so. Oder über die Rohre, rechts an der Wand. Na, jetzt lauf irgendwie los. Nicht, dass wir hier einfach, ich renn einfach mal los. Oha, ein Skeff. Wo ist der? Und da klingt, als wäre er vor mir und ich sehe ihn nicht. Ja, der ist hier im Container. Ich bin jetzt im Container. Nee, nicht im, sondern am. Hab ihn. Okay. Die Stelle ist ohne was. Scheiße, ist die laut. Das macht nicht. Scheiße, der hat eine 3M-Weste. Ich glaube, die brauche ich. Ah, nee, brauche ich nicht. Ja, genau, hier drin. Wo ist er? Und am Kopfbruch. Ah, okay. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich muss mal kurz ein bisschen stacken. Ach so. Ja, ich bin tot. Fuck. Und wo? Weiß ich nicht. Ich denke mal oben drauf, aber ihr seid schon raus hier aus den. Nee, ich bin im Busch am Skeletten. Wo liegst du? Draußen? An der Straße? Nee, draußen nicht, aber hier, ja, wo Matze hochguckt, ich schätze fast, dass da oben irgendjemand rumhängt. Würde ich auch sagen. Ja. Läufst du? Nein. Läufst du? Nee. Okay, dann ist der auf dem Container gewesen, oben am Weißen. Der ist gerade runtergegangen. Läufst du hinter mir? Am Busch hier? Ja. Am Skeletten? Ja. Der ist vorne am weißen Container. Ich bin vor dir quasi im Busch. Spielt wohl eine UMP.
Schmeiß mal eine Granate. Komm dann raus, wir rennen zur Gas. Zur New Gas. Auf jeden Fall war der am weißen Container. Der Ich hatte einer mit einer Waffe geklappert. Oder hast du angelegt? Nee. Das ist ein dummer Skaff hier. Ja. Oh, Scheiße. So ein Idiot. Oh, bin auch tot, okay. Ich konnte es auch nicht mehr. Ich hab's klappern gehört, aber ich wusste nicht woher, ob das von der Tanke kam oder so.